Das große Becken in der neuen Sportschwimmhalle in Lobeda West fasst mehr als 2000 Kubikmeter Wasser. Es zu füllen dauert ungefähr eine Woche. Das Wasser läuft bereits seit Donnerstag. Heute stand es in dem 50 Meter Becken schon fast bei einem halben Meter. Der wichtigste Teil des Neubaus nähert sich damit zügig seiner Fertigstellung. Außerdem werden momentan noch an anderen Stellen der Halle Arbeiten durchgeführt. Wir haben außenrum immer noch kleinere Bauarbeiten, die gemacht werden müssen, auch die Außenanlagen. Aber parallel startet sozusagen die Inbetriebnahme der ganzen technischen Anlagen. Heißt, das Becken wird jetzt vollgelassen, geht dann das erste Mal in den Betrieb. Parallel dazu werden auch die Lüftungsanlagen angefahren. Und dann gucken wir, dass alles gut funktioniert. Und im Anschluss erfolgen dann zahlreiche Tests, von Färbetests, wie das Wasser in das Becken strömt, über TÜV-Abnahmen, aber auch ganz viele Zertifizierungen. Also da ist jede Menge noch los und zu tun, aber wir freuen uns, dass wir den wichtigen Schritt jetzt erstmal geschafft haben. Aktuell laufen außerdem die letzten Trockenbauarbeiten in den Umkleiden. Und auch an der Verkabelung wird noch gearbeitet. Das Bauvorhaben liegt aktuell im Kostenrahmen von insgesamt 17,2 Millionen Euro, wovon das Land Thüringen rund 6 Millionen Euro übernimmt. Die Verantwortlichen der Jenaer Bäder sind froh über den Baufortschritt. Wir haben hier eine sehr gute Zusammenarbeit auf der Baustelle gehabt, sowohl mit den Bauleuten, aber auch mit den Mitarbeitern, mit den Architekten. Also sind wir sehr, sehr dankbar dafür. Auch das Projektteam hat eine Mega-Arbeit geleistet. Und bis jetzt können wir uns da sehr glücklich schätzen, dass wir so eine Baustelle in der heutigen Zeit, in der Geschwindigkeit dennoch und auch mit dem Kostendruck, der ja von außen kommt, so gut durchsetzen konnten. Alle weiteren Informationen zu der neuen Sportschwimmhalle, aber auch zu den anderen Bädern in Jena, finden Sie auf www.stadtwerke-jena.de/bäder. Die neue Sportschwimmhalle wird dann in diesem Sommer ihre Türen für Badebegeisterte und Sportgruppen öffnen.